Hallo, herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Death Nolight. In der letzten Part haben wir den Untergrund hier weit erkundet. Oder den Abgrund. Das ist hier das gleiche. Haben jetzt eigentlich auch wieder sehr viel Heilung, wo ich schon fast geneigt wäre, hier die Höhle der Wiele gut zu bestreiten. Das eigentlich relativ kurz gehen müsste. Immer noch. Weil ich gerade gar nicht weiß, wo hier noch Zeug zu holen ist. Na gut. Ich werde natürlich trotzdem probieren, die zu retten. Ich werde natürlich schauen, dass ich so einfach wie möglich hier durchkomme. Die Gespräche kennen wir, ich muss sie trotzdem nochmal mitnehmen, zumindest die Entscheidungen. Die Heilung kommt ja nicht wieder auf den Schwierigkeitsgrad. Ah, das ist auch gerade nicht so tragisch. Einen Schaden genommen. Die Falle aktiviere ich einfach nur, damit ich meinen Balken aufladen könnte. Wohl, das sah sich eigentlich auch nicht aus. Sonst war hier eh niemand mehr, der was zu sagen hat. Als nächstes müsste die Falle hier kommen. Die wir auch irgendwie überstanden haben, zum Glück. Wobei das noch nicht das Kritische war. Okay, und ich warte auf ihn, dass wir das aktivieren können. Das war dann auch schon die letzte Ebene. Jetzt sind wir schon gleich unten. Das sieht doch diesmal gar nicht mal so doof aus.
Gegen mehr als einen möchte ich trotzdem nicht auf einmal kämpfen müssen. Genau aus dem Grund, weil ein Treffer ausreicht. Okay. Und nochmal. Es ist halt trotzdem ein Souls-like gefühlt. Ich weiß gar nicht mehr, ob es wirklich ist. Spielt sich zumindest so ganz. Soulslack besteht ja hauptsächlich daraus, dass man die Attacken des Gegners lernt. Also genau. Das, wo ich eigentlich fast gefühlt zu lernen und fähig bin. Auch was Ausweichen angeht. Wenn dann mehr als ein Gegner auftaucht, habe ich dann meistens ein großes Problem. Wie zum Beispiel bei denen. Wenn die dann auch noch unterschiedlich angreifen, ist meistens ein etwas unangenehmeres Problem. Ja, das riecht es mal schon hier. Erledigen den einzelnen. Ohne Probleme. Dann gehen wir schon zu den zwei hier.
wir diesmal auch ohne Probleme wegbekommen. Aber das war noch nicht der letzte Gegner. Ich glaube, beim zweiten oder dritten Mal, wie ich hier war, bin ich dann noch an irgendeinem anderen hier gestorben. Ah ne, da war dann noch die Falle. Ich weiß wieder, das war doof. Weil hier auch kein Speicherpunkt oder so ist. Ja, okay. Hilft eh nichts. Ja, da habe ich nicht, glaube ich, hier dann das Problem gehabt. Ich hab's mir nicht gemerkt. Ich hab's mir nicht gemerkt gehabt. Oh, das war doof. Dass man da auch noch auf die Symbole achten muss. Ah, da hat man eh schon so Nervgegner. Oh, war das doof. Ganz doof, dass ich jetzt gerade die Heilung nicht mitgenommen habe. Okay, ja, ja. Erzähl mir deine Lebensgeschichte. Nee, jetzt natürlich nicht verdiene, so behandelt zu werden. Da wollen die hier unten auch noch deren Lebensgeschichte irgendwann aufdrücken. Jetzt einer war, der einmal für das Polarkorps gedient hat. Dort die anderen sind, die für Müll behandelt wurden. Wir hören uns ja gern die leidenden Menschen an. Nachdem es ja auch andere Spiele gibt, wo die Gespräche vielleicht wichtig sind. Auch wenn es nur geheimfähig ist. Ganz interessant, dass ich da immer gleich schnell ankomme.
Ja gut. Ja, das war halt doof, dass ich davon die Heilung nicht mitgenommen habe, wiederum. Im Endeffekt bestehen, wenn es vielleicht nicht das Interessanteste ist, wenn man hier tausendmal scheitert. Gehört halt trotzdem so irgendwo zum Spielprinzip. Das war ein bisschen zu früh. Egal. Jetzt sind Leute auch wieder ein paar mehr Lebenspunkte. Das ist natürlich ganz toll. Das ist der Grund, wieso ich die nicht mag. Weil von denen, die machen, glaube ich, sondern wenig Schaden. Aber dafür fesseln sie einen. Das sind mir halt die trotzdem lieber. Selbst wenn sie ein bisschen mehr aushalten. Aber sie können halten, glaube ich, nicht fesseln mit dem Fernkampfangriff. Fesseln ist ja ein bisschen doof.
Oh, machen wir gegen die drei Gegner, wo der eine ja einen unblockbaren Angriff drauf hat. Angenommen? Ich glaube nicht. Ausnahmsweise mal wieder. Ja, wie gesagt, ich komme hier auch immer genau zur gleichen Zeit an. Oder sagen wir vom Spiel zu programmieren, dass der immer genau so rumläuft. Wirklich so gewollt ist. Ist gerade auch nur eine Theorie. Genauso wie das hier theoretisch vielleicht noch irgendwo Speicherpunkt geben würde. Und deswegen sollte man immer schauen, dass man nur einen Gegner vor allem bekämpft. Das ist natürlich nicht immer so einfach ist. War die nächste Heilung, die ich im Kampf gebraucht hätte. Wieso kann ich nicht nach oben dischen? Ich weiß, ich müsste den Aufzug hier nicht nehmen. Ich habe schon wieder einen Fehler gemacht, ich habe meine Heilung nicht genommen.
Habe ich jetzt sogar Schaden von Hump bekommen? Muss zuerst sein. Ich sage auch gar nichts dagegen, dass das Spiel fordernd sein darf. Ich meine, es ist halt zu fordernd. Ja, okay. Ja, ich habe ich schön noch eine Heilung. Eigentlich möchte ich hier gar nicht weiterkommen, gefühlt. Alles ist egal, wo ich weitergehe, die Gegner werden gerade nur noch stärker und stärker. Und wir gefühlt einfach nur schwächer und schwächer. Ich meine, das Hauptproblem ist halt einfach, dass hier der nächste Wurm so weit entfernt ist. Dann verschwindet natürlich nach einer gewissen Zeit. Hätte man sich denken können. Ich probiere zuerst mal den hier drüben zu erledigen. Ist ja ein bisschen einfacher. Wobei es keinen Unterschied macht.
Es soll auch so doof, dass die Türen nur in eine Richtung funktionieren. Man, logisch, sie sind das, dass man schnell nach vorne kommt. Das hat überlebt. Ich bin schon wieder auf einen HP. Ja. Hilft hier nichts. Letzte Heilung. Auf uns wieder. Wo ich einmal getroffen werde und nichts machen kann. Ich brauche die Heilung wieder. Na gut. Allerdings sehe ich hier immer noch nicht, aber zu kommen, weil ich trotzdem an der Stelle auch für den Band nicht danke, ich muss zu sehen. Lasst mir wertvoll, dass es euch gefallen hat. Wenn nicht sowas sollt, könnt ihr gerne auch abonnieren lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Death Note wieder. Ciao.